Die Schiffgasse in der Amberger Innenstadt steht zurzeit im Mittelpunkt der politischen Diskussion. Aus diesem Grund hatte die CSU Stadtmitte einen Vor-Ort-Termin organisiert, bei dem noch einmal deutlich gemacht werden sollte, wo die CSU steht. Verkehrsausschussmitglied Rupert Natte und CSU-Kreisvorsitzender Martin Preuß machten ihre Meinung deutlich. Was ist zumutbar bei so einer Kälte wie heute oder bei so einem schlechten Wetter wie heute? Ist es tatsächlich zumutbar, mehrere hundert Meter zu gehen oder entscheide ich mich als Verbraucher dann nicht einfach, ja, dann liebe Stadt, fahre ich halt nicht in die Stadt, sondern suche mir außerhalb das, was ich gerade benötige. Die CSU befürwortet, dass hier in der Schiffgasse wieder geparkt werden kann, dass uns dieser wertvolle Parkraum nicht verloren geht. Wir wollen, dass in der Stadt Amberg Gewerbe, Einzelhandel, Dienstleister, Gastronomie, aber auch diejenigen, die leben, wohnen und arbeiten, hier vernünftige Parkmöglichkeiten finden. Zum Termin geladen waren auch Johann Schmalzel von der IHK, Ute Schatz und Birgit Plössner vom Stadtmarketingverein Amberg und Andreas Raab von der Park- und Werbegemeinschaft. Sie hatten zuvor eine gemeinsame Erklärung herausgegeben und fordern: Wir brauchen Parkmöglichkeiten sowohl für die Anwohner als auch für die Kunden der Innenstadt. Eine lebendige Innenstadt braucht den Funktionsmix aus attraktivem Wohnen, aber auch aus Parkmöglichkeiten für die Kunden des Handels, der Dienstleister und des Gastgewerbes. Und wir haben hier Möglichkeiten, wenn wir konstruktiv darüber nachdenken. Was nicht geht, ist, dass die Anwohner nicht mehr in der Nähe ihrer Wohnungen ihre Autos abstellen dürfen. Was aber auch nicht geht, ist, dass wir eine größere Zahl von Kurzzeitparkplätzen, die bisher den Kunden der Innenstadt reserviert waren, umwandeln in Anwohnerparkplätze, weil damit die Attraktivität der Innenstadt wieder verlieren wird. Eine Lösung muss nach Ansicht der CSU auf alle Fälle bald gefunden werden. Ein entsprechender Antrag, in dem unter anderem wieder erlaubt werden soll, dass in der Schiffgasse geparkt werden darf, wurde eingereicht. Vielen Anwohnern geht es auf alle Fälle um eines. Ich fordere als Anwohner für alle anderen zusammen, die wir unterschrieben haben, also wir möchten gerne wieder Parkplätze zurückhaben, egal und wurscht, wo wir sie herbekommen.